Nach 7 langen Jahren des Wartens hat uns Nintendo heute am 20. März 2020 aus unserer Animal Crossing Abstinenz erlöst mit Animal Crossing New Horizons. Willkommen zu diesem neuen Projekt mitten in der Corona-Quarantäne. Guten Tag, tritt näher, nur keine Scheu, nicht so schüchtern. Herzlich willkommen, du hast alles richtig gemacht, denn du hast dich für Nooks Reif für die Insel-Paket entschieden. Im Auftrag von Nook Inc. erklären wir dir mit Freuden, was es damit auf sich hat. Wir sind Nepp und Schlepp. Wir werden zusammen mit dir auf die Insel fliegen und dir dort weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber genug der langen Einleitung. Du kannst es sicher kaum erwarten, zu deiner Insel aufzubrechen. Zuerst aber ein paar Formalitäten. Teilst du uns bitte Namen und Geburtsdatum mit? Das wäre lieb. Ob ich solche Informationen preisgebe? Später nicht änderbar. Wie im echten Leben auch. Ja. Da nenne ich mich. So. Nee, so nicht. Wie auch meine Geburtsurkunde behauptet, dass ich heiße. Daniel. So, mit Plus darf ich auch bestätigen. Das ist in Ordnung, in der Tat. So, mein Geburtstag ist der 16.01. Sehr schön. Ja. Nette Daniel. Nee, klingt blöd. So darfst du dich nicht nennen. Natürlich, ja, hier haben wir dich. Als nächstes würden wir gerne ein Foto von dir aufnehmen. Nimm dir so viel Zeit, wie du willst, um dich dafür rauszuputzen. Wir warten so lange auf dich. Nur keine Hektik. Nur abschließen musst du. So, ich bin ein Bewohner und sehe folgendermaßen aus. Das magische Interview mit Olli, bekannt aus dem Vorgängertitel, entfällt. Wir dürfen selber beeinflussen, wie wir aussehen werden. Okay. Dieser Farbton passt eigentlich ganz gut. Gehen wir weiter zu den Frisuren. Was haben wir da so Schönes? Nee, das nicht. Das ebenfalls nicht. Die sagen mir alle nicht so zu, muss ich gestehen. Was nehmen wir denn da? Was ist das geringste Übel? Das ist ein bisschen sehr kurz. Nee. Na dann vielleicht. Nee, das ist. Nee. Zu verföhnt. Das ist mir aber auch zu kurz und zu. Dann machen wir vielleicht das. Ja, dann nehmen wir das. Und als Haarfarbe passt das eigentlich. Entspricht meinem Ton von dem hier dargebotenen am ehesten. Deswegen machen wir das so. Die Augen dürfen wir noch ändern. Vor allem eigentlich eher die Wimpern. Irgendwas Nettes. Nee, das ist verschlafen und Schlägerei. Nee. Daneben wird das. Nee, Anime auch nicht. Ja, nehmen wir die. Und als Augenfarbe. Dann nehmen wir. Das würde ich sagen. Wobei, das ist auch nicht schlecht. Aber braun passt am besten zu unseren Haaren. Naja, dann nehmen wir eben die Farbe. Doch, doch. Die Nase. Quadratisch praktisch gut. Smarty-förmig. Oder Illuminati. Ja, die ist niedlich. Natürlich ein ein Mäusezähnchen. Nee. Nee, das nicht. Ja, wir lächeln. Nee, das ist eher so, nicht mehr so positiv gestimmt. So, was haben wir hier? Da haben wir noch Gesichtsdetails.
Nee, brauchen wir nicht. Ja, das sieht doch relativ ansehnlich aus. Jedenfalls nicht so schlimm, als dass ich es mit einer Papiertüte zensieren müsste, deswegen passt das. Los geht's. Die wilde Fahrt. Oh, das ist sehr schön gelungen. Sehr schön. Dann werden wir dieses Foto als... also in deinem Kundenprofil registrieren. Und nun suchen wir dir eine schöne Insel aus. Bist du schon aufgeregt? Aufgeregt? Einer der reizvollsten Aspekte dieses Programms ist es, den Wechsel der vier Jahreszeiten zu genießen. Da wir Inseln auf der Nordhalbkugel und auch auf der Südhalbkugel anbieten, hast du die freie Auswahl. Möchtest du die Jahreszeiten genauso erleben wie zu Hause oder lieber versetzt? Genau andersherum. Wenn ich fragen darf, wo lebst du, Daniel? Wo genau? In Europa bin ich heimisch. Alles klar, da sollte uns doch nicht schwerfallen, eine geeignete Insel für dich zu finden. Ich würde dir eine Insel auf der Nordhalbkugel ans Herz legen. Dann sollte die Umgewöhnung nicht ganz so schwer fallen. Einverstanden? In Ordnung? Okay, genau. Da treffen wir eine sehr elementare, wichtige Entscheidung. Und ich entscheide mich tatsächlich auch für die Nordhalbkugel. Alles klar, dann wollen wir mal eine unbewohnte Insel auf der Nordhalbkugel für dich ausfindig machen. Wir hätten ja Landkarten von ein paar Inseln, die in Frage kämen. Alle unbewohnt, naturbelassen und mit reichlich Platz zum Leben, zum Spazieren und zum Vergnügen. Entscheide aus dem Bauch heraus. Schau einfach, welche Form dir am besten gefällt. Also, hier sind die Inseln. Such dir eine davon aus. Irgendeine. Okay. Da haben wir ein sehr interessantes Flussmuster. Aber das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dass wir da so ein kleines Inselchen da drin haben. Aber irgendwie alle vier Optionen haben sehr viel Fluss. Aber das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Schwer nur kann ich mir vorstellen, wie groß diese Insel dann wäre. Aber so wäre es schon ganz nett. Och ja, ich tendiere zu diesem Modell hier. Wollen wir das tun? Ach, wisst ihr was? Das tun wir mal. Die soll's werden. Gute Wahl, sehr gut. Damit steht der Schauplatz für deine, unsere neue Heimat fest. Eine letzte Frage noch, ganz hypothetisch. Was von den folgenden Dingen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Einen Schlafsack, eine Lampe, was zum Essen, etwas zum Zeitvertreib. Eine einsame Insel. Ich weiß ja nicht, ob es dort Essbares gibt, deswegen... Essen. So, interessant. Das lässt wirklich tief blicken. Die Frage war aber, wie gesagt, nur hypothetisch. Unseren Gästen fehlt es natürlich an überhaupt nichts. Ob Vergnügen, Genuss oder banaler Alltagsbedarf. Um all das und noch viel mehr kümmert sich Nook Inc. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit für die folgende Durchsage. Der Nook Inc. Flug im Rahmen des Reife der Insel-Pakets ist jetzt zum Einsteigen bereit. Bitte begeben Sie sich umgehend zum Flugsteig. Ausgezeichnetes Timing. Dann mal nichts wie an Bord, ja? Los geht's! Sehr schön. Unsere Reise startet. Guten Tag, liebe Fluggäste. Willkommen an Bord dieses Charterflugs im Rahmen von Nooks Reife der Insel-Paket. Bitte entspannen Sie sich bei einer kostenlosen Videoeinführung in das Leben auf einer einsamen Insel. Na, das sieht ja schon paradiesisch aus.
Wundervoll. Na, wenn unser eigenes Abenteuer auf unserer einsamen Insel auch nur halb so schön und idyllisch wird, wie das hier im Werbevideo gezeigten, dann wird das wirklich gut werden, glaube ich. Das Flugzeug segelt dahin. Wir sind da. Jetzt brauchen wir nur noch einen Platz zum Landen. Da werden wir endlich. So leid es mir tut, aber es ist erstmal keine Zeit zum Ausruhen. Es findet eine Infoveranstaltung statt, um allen das Einleben in ihrer neuen Inselheimat zu erleichtern. Bitte begebt euch alle zum nahegelegenen Festplatz, wo unser Chef euch schon erwarten sollte. Bitte folgt uns mit Hilfe von L, dem linken Stick. Das tun wir. Ah, wundervoll. Ich kann die frische Inselluft förmlich riechen. Ah, wir machen einen kleinen, unerlaubten Privatspaziergang. Was haben wir hier? Wunderschön. Aber das Strandgut hier dürfen wir zumindest zum momentanen Zeitpunkt noch nicht aufheben. Da wir erst zur Infoveranstaltung sollen. Na, dann machen wir das auch. Wir wollen ja nicht schon am Anfang ausbüchsen. Sind wir alle vollzählig? Ich rufe mal besser alle auf. Nora? Anwesend. Rudi? Anwesend. Daniel? Anwesend. Super, dann sind wir alle da. So, Chef, hätten wir die drei Mutigen, die ein neues Leben auf dieser Insel beginnen wollen. Ausgezeichnet, ja, ja. Dann mal zur Sache. Ich begrüße euch alle auf dieser Insel. Ich bin Tom Nook, Gründer und Geschäftsführer von Nook Inc. Nook Inc., euer kompetenter Partner für Selbstfindung, Schlussstriche und Horizonterweiterungen. Ja, ja. Heute fängt euer neues Leben auf dieser noch etwas leeren Insel an. Was für ein Abenteuer. Aber Nook Inc. lässt euch selbstverständlich nicht allein im Regen stehen. Da stehen wir schon zusammen drin. Wir werden euch hier wohnen. Wir werden auch hier wohnen und euch lückenlos betreuen. All das ist im Reife-die-Insel-Paket inklusive. Aber eins nach dem anderen, hä? Zuerst muss sich jeder von euch einen Platz zum Wohnen suchen. Gehört ja schließlich dazu. Da ich nebenbei Immobilienmakler bin, werden wir hier früher oder später auch Häuser bauen. Aber bis es soweit ist, könnt ihr das Inselleben ganz authentisch genießen. In Zelten. Holt euch eures von Nepp oder Schlepp ab und sucht euch ein schönes Plätzchen. Na, dann machen wir das doch mal. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit Wind und Wetter ausgesetzt sein. Bitte schön, Daniel. Dein eigenes, persönliches Zelt. Such dir erst einen schönen Ort aus und öffne mit X deine Tasche. Dann wählst du dein Zelt. Und fertig. Du musst aber schon eine Stelle nehmen, wo ringsherum genug Platz ist. Keine Sorge, du kannst erst einmal schauen, wie es aussieht, bevor du den Ort endgültig festlegst. Oh, und hier habe ich auch noch eine Karte dieser Insel für dich. Sobald dein Zelt steht, komm nochmal hierher zurück. Zur besseren Orientierung hast du ja die Karte. Also, dann mal los. Viel Erfolg. Ich danke dir, mein Lieber. So, wir dürfen uns einen Wohnort wählen. Wir schauen uns die Insel zuerst mal an. Wollen wir unser trautes Heim direkt am Meer eröffnen, wollte ich sagen, bauen? Ah, jetzt dürfen wir auch mit der Welt... Nee, interagieren noch nicht. Zumindest die Stöcke dürfen wir noch nicht aufheben. Und die hier heimische Frucht ist die Birne. Auf meiner Insel. Viele beschwerten sich ja schon über diese Frucht. Warum habe ich nicht
unbedingt verstanden. Bei mir ist sie heimisch und ich habe nichts dagegen. So. Wo könnte es denn nett sein? Hier sind wir halt im Obstgarten. Da könnten wir unser Zelt aufschlagen oder aber eben doch eher am Wasser. Ich würde gerne mal, da ist die Karte, und ich stehe, wo stehe ich? Ach, da. Und da haben wir unsere Insel, auf die wir jetzt natürlich noch nicht können, da noch keine Brücken existieren. Die können wir dann schon selber bauen. Okay, also die Insel kommt erstmal noch nicht in Frage. Dann würde ich sagen, hier haben wir ein bisschen von allem. Hier ist Platz, hier sind wir nah am zentralen Platz. Wir haben ein bisschen Obstgartenstimmung, wir haben das Meer in der Nähe. Hier können wir es erstmal aushalten. Hier errichten. Moment, da gehen wir aber noch ein Stückchen nach vorne. Dann muss der Baum nicht weichen. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Soll ich mein Zelt hier aufstellen? Ja. Mal sehen, wie das aussehen würde. Ja, wieso eigentlich nicht? Da ist es nun. Mein Zelt steht. Damit ist diese einsame Insel schon erheblich weniger einsam. Das stimmt und wir gehen natürlich gleich rein oder auch nicht. Tom Nook braucht mich noch. Ich sehe mir das Zelt später an. Dann machen wir das so. Ah, Daniel, hast du ein schönes Fleckchen für dein Zelt gefunden? Du bist der Erste, der zurück ist. Also sind die anderen wohl noch auf der Suche. Nachdem du dich schon umgesehen hast, wüssten sie deine Hilfe sicher zu schätzen. Ja, ja. Okay, dann suchen wir mal die anderen. Da haben wir Nora. Du bist... Nee, echt jetzt? Verrat's mir nicht. Ah, du bist Daniel. Stimmt doch, oder? Hab ich mir doch gleich gedacht, dass ich drauf komme. Schnurz. Ich bin die Nora. Glaub's ja gar nicht, wie ich mich auf das ganze Inselding hier freue. Guck an, hast ja auch schon einen Platz für dein Zelt gefunden. Schnurz. Ich wollte ja warten, bis meine innere Gänseblume Bescheid gibt. Aber die hat wohl gerade einen schlechten Tag. Da hab ich, voll alte Baumschule, ein Stöckchen geschmissen. Und das dann genau hier gelandet ist. Ach klar, die Methode mag fragwürdig sein, aber das Ergebnis zählt. Bin ich nicht genial? Schnurz. Wollen wir sie hier wohnen lassen? Wir können es ihr auch ausreden. Sind wir gemein? Oder sollen wir ihr selber einen Platz suchen? Ach nein. Hier darf sie ruhig wohnen. Wenn das Stöckchen diesen Ort auserkoren hat, wer bin ich dann, dem zu widersprechen? Echt jetzt? Schnurz. Ich würde sie aber trotzdem nochmal mit meiner inneren Gänseblume gegenchecken, wenn's okay ist. Sag an, soll mein Zelt genau hier seine Wurzeln schlagen? So ist es perfekt, oder? Ja. Wieso eigentlich nicht? Alles klärchen. Gut, dass so ein Zelt schnell aufgeschlagen ist. Nicht, dass mir wer die Location mobst. Das wäre ja ein grausames Verbrechen. Ja, hier werde ich mich sauwohl fühlen. Darauf gibt's erstmal einen gepflegten Blumenregen. Würd ihr gern mal wissen, wie sich Rudi, die olle Luftpumpe, so anstellt. Bestimmt noch ein bisschen doofer als ich. Sie ist mir direkt sympathisch. Ah, auf gute Nachbarschaft, Nora. Guck doch einfach mal vorbei und frag, ob du behilflich sein darfst. Das mache ich, wenn ich ihn finde. Die olle Luftpistole. Nee, Luftpumpe. So rum. Ah, wunderschön. Unser neues Leben startet doch schon wirklich gut.
Und ich freue mich schon sehr darauf, all diese Tiere endlich fangen zu dürfen. Ah, es sieht einfach alles wundervoll aus. Vor allem bei den Tieren sind deutliche Verbesserungen gegenüber den Vorgängern zu sehen, wie ich finde. Wie natürlich die hier rumfliegen und auf den Gräsern sitzen. Doch, doch, hier werden wir eine wundervolle Zeit haben. Das ist sicher. Aber Rudi wird mir nicht auf der Karte angezeigt. Wir müssen ihn schon so finden. Ah, na wer sagt's denn, wenn man vom Teufel spricht? Hey ho, ich bin Rudi. Schön, dich kennenzulernen. Wie? Dein Zelt steht schon? Ich suche noch nach der perfekten Stelle. Ich will irgendwo mitten in der Natur wohnen, wo ich Körper und Geist trainieren kann. Der Fleck hier scheint mir ganz gut geeignet. Und was meinst du, Daniel? Ja, sieht doch nett aus. Da sind wir alle recht nah beieinander. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Findest du auch? Klasse. Na gut, wollen wir dann einmal zusammen unsere Vorstellungskraft auf die Probe stellen? Wenn ich hier mein Zelt aufschlage. Dann sähe das so aus. Ziemlich cool, oder? Ja. Sag ich doch. Und wenn du es auch sagst, kann man wohl doppelt sicher sein. Dann ist das hier ab sofort und bis auf weiteres mein Zuhause. Wie? Puh, gar keine so leichte Entscheidung. Ich schulde dir einen Proteinriegel oder auch zwei. Und Nora, hast du auch schon geholfen? Du bist ja wie so ein, naja, so ein richtiger Champion halt. Noch ist hier alles provisorisch. Und deshalb kann ich mich schlecht revanchieren. Aber das wird nachgeholt. Jetzt sollten wir aber erst einmal zum Festplatz zurücksprinten. Wie? Oh, ich mag Rudi. Die Insel ist schön, die Nachbarn nett. Besser kann es kaum noch werden. Willkommen zurück. Ich hoffe, jeder hat das perfekte Plätzchen für seine neue Traumbehausung gefunden. Aber natürlich muss man nichts überstürzen. Lieber reiflich überlegen und nochmal drüber schlafen. Jedenfalls ist das nun geklärt und wir können uns Wichtigerem widmen. Und zwar einer großen Einzugsparty zu euren Ehren. Stilecht mit tollem Knisterfeuer hier auf dem Festplatz. Dazu müssen wir erst ein paar Kleinigkeiten beschaffen. Aber da wir ja jetzt sowieso alle Inselnachbarn sind, können wir so ein bisschen unser Teamwork üben. Dann mal sehen. Nepp, Nora und Rudi und Schlepp, der auch, machen den Festplatz partytüchtig. Daniel und ich sorgen derweil für Feuerholz und vielleicht was Leckeres zum Essen. Gut, alles klar. Na dann auf. Und Daniel, könnte ich kurz eine Kleinigkeit mit ihr besprechen, ehe es losgeht? Aber sicher doch. Ich laufe nicht weg. Kann ich ja jetzt gar nicht mehr. Ah, kann ich schon. Aber die Insel kann ich nicht verlassen. Wir sind Tom Nook und Nepp und Schlepp jetzt für immer und ewig hilflos ausgeliefert. Wir können nicht mehr fliehen. Es gibt kein Entrinnen mehr. Hat er schon geschickt gemacht. Nachdem er die ganze Welt in seinen Tentakeln hält, durch seinen diabolischen, verschwörerischen Großkonzern Nook Inc. Oder so ähnlich. Danke, Daniel. Ich wollte nur schnell überlegen, wie viel Feuerholz wir so brauchen. Ich schätze mal, 10 Äste? Ja, das dürfte hinkommen. Astiges liegt hier überall verstreut. Ja, 10 Äste sollten reichen. Du bist ja nicht so groß und ja, das sollte genügen, um einen schönen Scheiterhaufen für dich zu schichten. Ja, ja. Habe ich das laut gesagt? Ich meine natürlich, wenn du was aufheben willst, drück einfach Y. Kinderleicht, ja, ja. Ich schaue mir so lange mal das Obst an, das hier wächst. Das sind sicher echte Birnen. Sowas rieche ich. Nicht wieder diese Fake-Dinger. So, jetzt dürfen wir auch aufsammeln. Ah, wunderschön. Den Schmetterling darf ich leider nicht einfach so aus der Luft aufsammeln. Das ist klar. Wir sammeln einfach mal alles auf, was nicht nied- und nagelfest ist. Aber das Holz dürfen wir natürlich nicht vergessen. Die Birne nehmen wir auch mit.
Ah, es sieht einfach alles traumhaft aus. Wundervoll. Ich kann's nur wiederholen. Ah, der ist ausgemolken. So. Dann nehmen wir noch irgendwelche Pflänzchen mit. Was haben wir denn da genau? Unkraut. Ah. Na, mal sehen. Wir nehmen es mal mit. Vielleicht kann man selbst damit noch was Nettes machen. Vielleicht können wir es kompostieren zu Dünger oder ähnlichem. Birnen nehmen wir mal mit. So, da haben wir noch einen Ast. Wie viele haben wir? Sechs. Noch vier Stück brauchen wir für einen anständigen Scheiterhaufen. Ich meinte natürlich Lagerfeuer. Ein schönes Knisterfeuer, wie es der gute Tom schon genannt hat. So. Die kommen noch mit und der sowieso. So, das war schon der 11. Das heißt, wir haben schon mehr als genug. Aber bei der Gelegenheit können wir auch eine Koralle aufsammeln. Birnen? Fragezeichen? Also Kirschen werden es wohl nicht sein. Und da hat doch jemand Wasser aus dem Sand gespuckt. Eine Muschel nehmen wir noch mit. Oh, schön. Da haben wir so eine natürliche Plattform. Ah, leider dürfen wir die Kamera nicht drehen, sodass wir aufs offene Meer gucken können. Oder hierhin. Nee, aber die Fläche wäre ein bisschen zu klein gewesen, fürchte ich. Oder? Na, ich glaube, ganz knapp hätte das Zelt hier drauf gepasst. Oder? Nee. Aber hierhin eben. Aber da, wo es jetzt aktuell steht, ist's auch nicht schlecht. So, dann auf zurück zum Platz zu Tom. Fein gemacht, Daniel. Eine schöne Ladung Äste. Und dann mal flugs nachgezählt. Das sind ja noch mehr, als ich wollte. Also, die 10 nehme ich mir. Und den Rest darfst du für dich behalten. Dann bin ich mal so frei. Hepp. Schönen Dank auch. Vorzüglich. Das gibt ein tolles Feuerchen. Ganz hervorragende Arbeit, jawohl. Dein Fleiß ist wahrhaftig ein Segen für unsere Insel. Ha, was für ein Glückspilz ich doch bin. Ach so, und Glück habe ich bei meiner Obsterkundung auch gehabt. Während du Feuerholz geklaubt hast, habe ich sorgsam die Früchte inspiziert, die hier so wachsen. Sie sehen aus wie Birnen, duften wie Birnen, ja, sie schmecken sogar wie Birnen. Und das hat mich zur Erkenntnis geführt, dass auf dieser Insel Acerola-Kirschen wachsen. Ich kombiniere. Ganz klar, das sind lupenreine leckere Birnen. Würdest du 6 Stück davon sammeln? Nanu, was sehe ich da? Das schaut mir schwer nach einer Partyladung Birnen aus. Wusste ich's doch. Besser als du sammelt einfach keiner. Danke nochmal für die erneute Hilfe. Dann bin ich mal so frei und nehme mit dir die Früchtchen ab. Auf Catering können wir hier lange warten. Das stimmt wohl. Und auf Hilfe auch. Ich kann's nur wiederholen. Wir sind hier gefangen, sitzen hier fest mit Tom Nook auf einer Insel. Die ganze Sache hat eben doch einen Haken. Nein, Quatsch. Auf gute und friedliche Nachbarschaft. Ob noch was fehlt? Nein, alles da. Jawohl. Dann kann das Fest ja losgehen. Wunderschön. So, Daniel. Und als letztes musst du einfach nur noch draufsteigen.
Ich meine, endlich ist es soweit. Hiermit heiße ich alle Anwesenden hochoffiziell auf dieser Insel willkommen. Ich habe ja schon so einiges an unternehmerischen Eskapaden hinter mir. Aber Junge, Junge. Eine Inselgemeinschaft vom ersten Tag an zu leiten, das wird wirklich mein ganzes Geschick erfordern. Und das nicht nur am Schreibtisch und der Ladenkasse, sondern auch an der frischen Luft. Teilnehmerzahlenmäßig liegen wir zwar dezent unter dem Niveau, das ich mir ursprünglich so dachte, doch wen wird das schon schrecken? Wir müssen einfach viel beherzter zur Tat schreiten, ja. Mit genug Geduld und Spucke wird auch aus dem verlassensten Inselchen ein... Nein, verlassen kann man diese Insel ja nun wirklich nicht mehr nennen. Ein richtiger Name müsste her. Da kommt mir ein brillanter Einfall. Wir als die Ersten hier sollten dieser Insel einen neuen Namen geben. Und damit sich hinterher niemand beschwert, wird brav abgestimmt, der beliebteste Name gewinnt. Gut, dann darf jetzt jeder mal überlegen und wenn ihr fertig seid, ruft jeder seinen Vorschlag. Hm? Bitte schlag einen Namen für die Insel vor, später nicht änderbar. Kann bei lokalem Online-Spiel für andere sichtbar sein, wähle etwas Angemessenes und nicht wieder sowas Versautes. Okay, das können wir machen. Das schmälert jetzt so meine Liste ein wenig. Nein, Quatsch. Okay, wir dürfen praktisch unsere Fahne in den Boden dieses Fleckchens Erde rammen und diese Insel uns so hochoffiziell untertan machen. Diese Insel wird von nun an heißen S-K- A. Na, da. L. I. E. N. Skalien. So soll sie heißen. So soll sie genannt werden. So soll sie in aller Munde liegen. Oder? Ja. Ja. In der Welt von Animal Crossing sind alle willkommen. Verwende bitte nichts Persönliches oder Anstößiges. Doch ich denke, das ist noch im Rahmen der Angemessenheit. Also, fertig mit Überlegen? Dann ruft jetzt jeder den Namen, der ihm in den Sinn gekommen ist. Bereit? Los! Skalien! Waschbärus! Nukland! Was? Nur Liftland? Herrlich! Wie viel Fantasie ihr habt! Ganz klar, bei solch tollen Ideen werden wir auf jeden Fall fündig. Dann stimmen wir jetzt alle ab. Ich sage laut die Namen und ihr klatscht für den, den ihr möchtet. Dein Enthusiasmus gefällt mir, Daniel. Lass mich mit deinem anfangen. Also, der Vorschlag von Daniel war... Skalien. Na, das sieht nach einem einstimmigen Ergebnis aus. Na sowas, das ist ja ein richtiger Publikumsliebling. Alle klatschen. Also, wenn alle einverstanden sind, nehmen wir doch einfach Skalien, hä? Klar, finde ich gut, spitze, auf jeden. Wunderbar, dann taufe ich diese schöne Insel hiermit auf den Namen Skalien. Nun, Daniel, mit deiner Namenswahl für Skalien hast du deine Kreativität unter Beweis gestellt. Naja, das eventuell weniger, aber danke trotzdem, Tom. Daher wäre es schön, wenn wir auch in Zukunft bei wichtigen Entscheidungen auf dich zählen könnten. Ja, Daniel, hiermit ernenne ich dich zum Inselsprecher von Skalien. Dankeschön, danke. Daniel, hast du wohl ein paar Worte für uns übrig als neue Bezugsperson für deine Nachbarn? Tagchen, ein paar Worte. Ich bin für euch da. Ein paar Worte. Nee, ich bin für euch da. Ich hätte auch Käsetoast sagen können und die Menge hätte getobt und sich mir vor die Füße geworfen, aber gut. Dann haben wir nun also unserer Insel einen Namen gegeben und unseren Inselsprecher gewählt. Heute war ein ereignisreicher Tag. Wir sind wohl alle reif für die Koje, aber zuerst stoßen wir noch an. Wie schön. Hat jeder sein Gläschen? Randvoll mit frischem Saft aus den guten Birnen hier, frisch geerntet und von unserem Inselsprecher. Dann alle zusammen, Prost auf Skalien und alle, die hier wohnen. Zum Wohl!
Oh, wie schön. Sehr cool. Das Inselleben hat hochoffiziell begonnen. Wir können uns am Feuer wärmen. Okay, und was ist das für ein Zelt? Oh, Entschuldigung, wir bauen hier gerade ein Service Center auf, aber wir sind noch nicht fertig. Bitte habt noch ein wenig Geduld. Na dann will ich dieses bisschen Geduld noch aufbringen. Und obwohl es außerhalb von Skalien erst 17:54 Uhr ist, ist es hier schon tiefste Nacht. Ob das daran liegt, dass dieser erste Inseltag offiziell zu Ende ist, oder ob sie einfach schon um 5:30 Uhr dunkel wird. Ich glaube aber eher erstes. Ich glaube, das ist nur jetzt so. Deswegen würde ich sagen, nach diesem. Ich sollte nochmal mit ihm sprechen, bevor wir ins Bett gehen. Okay, er soll uns eine gute Nachtgeschichte erzählen. Dann hören wir die uns gerne an. Oh, Daniel, ich hoffe, du vergnügst dich. Wenn du ein wenig Ruhe brauchst, leg dich ruhig in deinem Zeltchen aufs Ohr. Wir bleiben hier und sorgen dafür, dass das Feuer für heute schön weiterbrennt. Auch ein bisschen genießen wir den Tag schon noch. Aha, nach dem langen Tag auch gerne mal eine lange Party, wie? Dann viel Vergnügen. Aber sag kurz Bescheid, bevor du für heute Schluss machst. Ich hab da nämlich nur was für dich. Ja, so ein bisschen kurz hinsetzen müssen wir uns schon noch. Wie wundervoll alles ist. Und Musik gibt's auch. Wir unterhalten uns vielleicht noch ganz kurz mit unseren neuen Mitbewohnern oder Nachbarn eher. Wenn man hier so ums Lagerfeuer sitzt, fühlt man sich wie im Urlaub. Wie? Das stimmt. Auf dass unser gesamtes Leben fortan Urlaub sein wird. Oder zumindest zum Großteil. Wir fallen alle zusammen Skalien. Da geht mir mein Blumenherz auf. Ach doch, und mit den Nachbarn habe ich auch wirklich Glück gehabt. Auch da sind mir schon Beschwerden anderer zu Ohren gekommen. Doch, doch, hier in Skalien werden wir es nett haben. So, ihr Lieben, mit dem Rauschen des Wassers verabschiede ich mich von euch für heute aus Skalien. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.